Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach am Montagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ihr seht schon, wir haben einen anderen Ballenwagen. In der letzten Folge ist ja ein kleiner Unfall, sagen wir mal, so passiert. Und der Ballenwagen hat sich dabei verabschiedet, aber ich habe natürlich schnell vom Händler gleich einen Ersatz gekriegt. Und zwar einen wunderschönen Prona T, ein Aufkleber drauf, aber ich glaube, das soll 023 heißen. 9000 Kilo, also 9 Tonnen können wir draufladen auf das Teil. Oder auf die vordere Achse, glaube ich, soll das heißen. Und wir haben ein bisschen Plus gemacht, glaube 2000 oder 1000 Euro Plus haben wir gemacht. Weil der andere war doch ein bisschen teurer noch. Und wir hatten ihn ja auch noch nicht allzu lange. Und genau, und am Schluss habe ich dann auch gleich die Ballen zur BGA gebracht und da rein geschubst. Und gemerkt, ja, da gehen nur 122.000 Liter oder 122 Kubik, wie immer man sagen will, gehen da auf jeden Fall rein und dann ist da Ende. Aber ich glaube, die haben bis jetzt, also ist doch wieder schon ein bisschen die Zeit vergangen, die Ballen, was wir jetzt hier noch haben, dürften da glaube ich noch easy reinpassen. So. Ich glaube, wenn wir die Ballen, was jetzt auf dieser Wiese hier noch sind, sind die letzten. Aber das war ein bisschen. Ich hätte einen noch ein bisschen weiter früh packen müssen. So, ich lasse jetzt einfach mal fallen auf gut Glück. Oh. Ging so, aber dann machen wir gleich Spanngurte rum. Einmal, zweimal. Okay, dreimal brauchen wir nicht. Wir haben noch, ein bisschen Platz dazwischen. Glaube ich, jetzt sind es noch vier Ballen, da hinten liegen keine mehr. Hier liegt noch einer, da vorne liegt noch einer. Und hier oben sind noch zwei. So. Ne, wann waren sie es? Und insgesamt haben wir noch 10 Ballen drauf. So, die muss ich jetzt auch nicht so eng stapeln. So, so wieder runterlassen. Zack. Da stehen sie. So, dafür schalten wir den Modus mal ganz kurz aus. Weil der eine Ball da hinten. Wenn man, kann man auch so aufspießen. Wenn er mit Autoload auflädt, dann die anderen da auch wieder auf, weil halt eben zwei fehlen. Und das ist nicht immer so ganz so geil. So, den packen wir noch da drauf, dann sieht der Hänger ein bisschen voller aus. So. Passt, dann machen wir noch überall Spanngurte rum. Einmal, da hätten wir jetzt keinen Gebrauch. Zack, zack, zack. Ja, passt. Dann fahren wir die schon mal gleich dahinter hin. Können wir zuklappen, auch wieder anschalten, die brauchen wir dann gleich wieder. So. Ganz kurz wenden. Ah, dann angenommen, passt. So, dann starten wir mal ganz kurz schon. Zack. Und dann fährt das Gespann los. Folgt er uns? Okay, folgt uns. Hat sich nur ein bisschen Zeit gelassen. Oder hat er jetzt einen größeren Abstand drin? Ne, ich glaube nicht. Wir fahren einfach mal. Aber wir müssen uns merken, wir dürfen nicht zu schnell fahren. Und der Ballenwagen ist, glaube ich, um einiges besser. Passt zwar, glaube ich, nicht ganz so viel drauf, aber die Ballen backen immerhin nicht so rum. Hm? Oh nein, der hat einen. Egal. Beim letzten Mal ist das nicht passiert, weil ging es immer gut, aber heute hat dann ein Ballen, der wurde hinten lag, mit aufgenommen. Na egal.
Ach, das liegt wahrscheinlich daran, weil beim anderen wurden die irgendwie attached. Da hat man dann rechts unten die Anzeige gehabt. Und bei dem hier sind ja nur Spanngurte rum, das heißt, der kann ja auch aufnehmen. Und jetzt wird der Fußgängerüberweg aus dem Weg. Das ist auch eine Hundehütte. So, ja, wir müssen ja geradeaus weiter, genau. Ich werde schon hier rechts abgebogen. Aber wir müssen jetzt zur BGA. Ich glaube, das sind alles nochmal Grasballen. Gerade ge Das ist so knapp. Wo war ich hier stehen geblieben? Genau, das sind ja alles Gras-Silageballen und keine Luzerne-Silageballen. Das heißt, die können wir auch alle in die BGA schmeißen. Ich lasse die Leute nochmal schnell drüber, sonst muss ich sie alle überfahren und das ist mir ein bisschen nicht so geil. So, der da hinten ist da, jetzt bin ich wieder reingefahren, live bei ihm. So, da sind wir da an der BGA. Ich hab's jetzt auf die Schnelle nicht lesen können, wie viel drin ist. So gleich passt, wie wir stehen. Eine Spank. Spankgurte? Ah. Hab grad gedacht. Spankgurte nicht. Ah, hängen geblieben. So, dich können wir entlassen. Du hast deine Arbeit wunderbar gemacht. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben 77.000 Liters sind noch drinnen. Ich hau gleich mal den hier rein. Da ist der nämlich schon mal weg. Sind noch welche? Okay. Warte mal. Ich muss jetzt ganz kurz mal nachgucken, ist das Lebensmittel, was ich hier mache, aber. Okay, gut. Ist leer, liegen keine mehr drin. Ah, die haben wir wahrscheinlich letzten, habe ich wahrscheinlich letztens reingekippt und dann zu spät gemerkt, dass der voll ist. Ja gut, kann passieren, ne? So. Mal ranfahren. Zack. Aber wahrscheinlich kriegen wir das Geld dann um Mitternacht, 0 Uhr. 12 Uhr, 24 Uhr, wie auch immer man es sagen will. Ich hoffe, die letzten drei gehen noch rein, aber ich glaube schon. So. Dann packen wir die noch drin. Ah, einballen. Habt ihr gerade gesehen, ist runtergefallen. Ja, den werde ich dann mal später wieder rausholen da. So. Die Frage ist jetzt. Was machen wir? Guck mal ganz kurz auf die Felder, ob die denn schon reif sind. Aber ich glaube es nicht. Oh doch, die 80 ist reif. Da haben wir doch was zu tun. Okay, ich dachte jetzt, wir haben nichts zu tun, aber. Hat sich anders herausgestellt. Wieso ist jetzt alles nicht angegangen? Egal. Ja. Ich glaube, so dürfte ihn annehmen. Ja, passt auch. Zack. Motor starten. Und ich habe diesmal sogar wieder dran gedacht, dass ich mein Handy stumm schalte während der Aufnahme. Das heißt, ihr habt auch kein nerviges Klingeln oder Vibrieren oder ähnliches drin.
So, gucken. Ja, Fußgänger sind auf jeden Fall noch weit genug weg, da kommen wir raus. Und erstmal einen Streifen. So, und dann sind wir wieder in der Ortschaft Stappenbach oder Gemeinde drinnen. Oh, Alter. Ja, das wäre fast schief gegangen, aber nur fast. Okay, deswegen ist wahrscheinlich auch eine 30er Zone. Ich guck jetzt mal genau. Okay, aber kommt keins, passt. Ist unser kleiner Johnny denn noch hinter uns? Oh, der ist aber weit weg. Wurde der mal aufgehalten? Warte mal. Schon mal ein bisschen langsamer, dass der aufholen kann. Na, der kann aber, stimmt, der kann ja nicht so ganz so schnell fahren. Alter, was ist denn heute mit den Autos los? Junge. Die nehmen wir immer die Vorfahrt. Nee, nee, nee. So, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Jetzt sind wir da gleich auf sicherem Gebiet. Ja, gehen wir mal rein. So, wir sind auf Privatgrund. Das heißt, uns kann nichts Schlimmeres mehr passieren, hoffe ich mal. So, ich fahre mal hier hoch, der wird dann später gewaschen und fertig aufgeräumt. So. Schröder kriegt natürlich auch sein Futter heute, hat er ja doch gar nicht gekriegt. Und dann lassen wir mal ganz kurz auch den Hinterherfahrer. So, kann ich hier daneben parken und den gleichzeitig dann noch mit waschen? Ja, ich glaube, das geht. Zack. So, dann laufen wir mal ganz kurz runter zu unserem Drescher. Ich vergewisse mich nochmal. Mit 80 ist erntereif. Passt. Nicht immer so fahren und dann irgendwie doch nicht reif. Aber es ist reif, das hat jeder gesehen. Das heißt, wir können uns unseren wunderschönen Tucano schnappen. Was hat der eigentlich noch Allrad an? Egal. Ach nö, ich bin noch einwandfrei reingekommen. Wie komme ich jetzt nicht mehr raus? Das immer, ah, geht doch. Ein bisschen schieben geht's doch. So. Nur ich das Spiel mit den Toren, das eine zu und das andere auf. Ach, geben. So, ich habe zum Glück nicht zu weit reingefahren, also können wir es angenehm anhängen. Hoffe ich mal. So viel zum Thema, wo stehe ich an? Wo bin ich gerade angestanden? Okay, es ist dran. Jetzt müssen wir nur noch raus. Oh, wir sind draußen, oh mein Gott. So, wollen nicht zu früh freuen. Erst wenn wir am Feld sind, können wir uns freuen. Alles, der Tucano ist fast ein bisschen zu hoch für hier. Oder die Hallen sind einfach so komisch gesetzt. Eins von beiden. So, wir fahren jetzt aber vorher raus. Weil ich will nicht zwei so Trantüten. Ne, Trantüten sind sie nicht, aber die langsam Autofahrer vor mir haben. Sieht man auch nicht alle Tage. Traktor überholt Auto. Drescher überholt Auto, so. Hat er mich da gerade geschubst? Okay, ich lasse das überholen mit Drescher. Auf der Gemeinderade muss ich ehrlich sagen, da sind die Autofahrer genau richtig. Die fahren glaube ich 50 oder 45. Also, oh. Oh. Ja. Vielleicht muss ich da noch dann offline mal zwei Ballen aufräumen. Das war jetzt ein bisschen suboptimal. So, ich fahre jetzt auch mal mit meinem Nachbar hier in die Wiese rein. Der Schnellwerkswagen steht einigermaßen gerade, das passt. Aber wie habe ich denn die Zeit Ballen dann noch übersehen können? Ich dachte, wir haben von dem Feld alle runter. Naja.
Ich muss immer noch mal zur BGA runter und den letzten Ballen da wieder. Der wurde in die Runde gefallen, ist reinschubsen, das heißt also, da kann ich sie mitnehmen. So, aber gucken wir mal ganz kurz, das sind glaube ich Sojabohnen. Ja, Sojabohnen, Erntereif 100% passt. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir da den Kurs haben. Ja, hallo, ganz ruhig da hinten. Ist das für ein Feld, das ist die 80. Ah, Drescherfeld 80 haben wir ja einen Kurs, perfekt. Mach mal an den Drescher. So, dann kann sich der Stau da hinter mir auch schon wieder auflösen. Okay, es war nur ein Auto. So, der macht es, dann holen wir ganz. Ah, da ist der Fendt. So, Motor an. Frontgewicht hoch. Oh, ich komme nicht rum. Ich habe Diff-Sperre an, aber. So. Eieieiei. Alter, geht's aber dann zu gut Stückchen auch runter. So. Fußgänger, lassen wir nochmal vorbeilaufen. Jetzt war wieder ein bisschen schneller. Hm. Die haben es auch gar nicht eilig, die Leute. Auch wenn er so ein 39er Fan vor dich steht und wartet zum Rausfahren, ich sage, nee, ich laufe hier ganz entspannt weiter. Ich muss mich nicht beeilen. Aber gut. Wir haben es ja auch nicht so eilig, der Drescher ist ja noch nicht voll. Er hat ja gerade schon angefangen, hat jetzt erst 15% drin. Das passiert nur wieder. So. Oh, die erste Bahn hat er schon rum. Ja, okay, das Feld ist jetzt auch nicht allzu groß. So, ich werde den Abfahrer seitlich hinstellen. Und außerdem, ja, das sind Sojabohnen, da kommt eh nicht allzu viel runter. So, Motor aus und Umleuchte aus. Und dann kann er hier warten. Ja, und der drischt schon brav vor sich hin. Genau euch zwar habe ich tatsächlich gesucht. Ich hole jetzt aber nochmal für die Ballen. Und ansonsten haben wir nichts zu tun. Ah, wobei ich wüsste, was wir für morgen auch noch machen können. Und zwar, wir könnten unseren Seedmaster anschmeißen. Oder Seedmaker, wie auch immer. Und da kann man ein bisschen Saatgut produzieren. So, hier hoch. Ah, ich vergesse immer, dass da so ein Hügel drin ist. Hm? Alter. So, dann nehme ich die zwei Ballen noch mit. Aber ich hoffe mal, das sind auch die letzten zwei. Ah ne, da liegt noch einer. Das ist doch noch drei. So, jetzt haben wir sie aber hoffentlich alle. Ansonsten, wenn jetzt hier nur irgendwo einer rumliegt, dann tut es mir leid. Ich fahre nicht nochmal dann. Ich sehe so nichts. Hä? Irgendwie verpackt sich die Kamera von der CZ gar wieder ein bisschen, aber gut. So langsam. Okay, ging. Komm mal ein bisschen hoch. Fußgänger. Eieiei. Ich glaube nicht immer so mit dem Gewicht da oben und dem Frontlader so hoch fahren sollte. Aber ich mach's jetzt einfach. Müssen wir halt in die Kurven
gut aufpassen und wenn ein Auto da ist. So, da kommt kein, sie haben von links auch nicht. Ne, ging. Okay, da vorne ist noch eine kritische Stelle, wo noch ein Auto rauffahren könnte. Aber okay, gut, war keins da. Hier geht es ein bisschen bergab, da können wir noch ein bisschen Schwung aufbauen, aber nee. Wir werden trotzdem nicht schneller als die 43. So, jetzt ganz gut abgebremst. Wir müssen es aber nicht schlecht. Wusste es voll? Seit wann hat denn Sojabohnen so guten Ertrag gebracht? Ah, jetzt war zwar, glaube ich, doppelt gedüngt, aber trotzdem, das erstaunt mich gerade schon ein bisschen. Aber gut, freut mich ja, wenn wir voll sind und dann kann man ein bisschen mehr, was wir dann verkaufen können. Das heißt, wir kriegen ein bisschen Geld. So. Geht das da drin? Jo, das geht da drin. Gucken wir nochmal, da muss da auch noch irgendwo ein Ballen liegen. Hat er den angenommen? Ich gucke immer noch mal nach. Oh, ich hab's nicht geschafft. Er ist weg, er hat wahrscheinlich. Ah, ich komme nicht mehr raus, Hilfe. So. Er hat wahrscheinlich angenommen. So, das heißt, wir parken unseren 6M hier mal. So, dann gucken wir mal, Finn. Ach, der ist fertig? Wieso sagt er dann, dass er entladen werden muss? Egal. Ja, weil es hat mich schon ein bisschen gewundert, dass der voll wäre. Aber bei so einem kleinen Feld und dann noch Sojabohnen, das wird, glaube ich, schon bei Weizen oder Gerste kritisch. Obwohl die eigentlich richtig guter Ertrag bringen, aber das Feld ist jetzt auch nicht so groß. Sind jetzt 1, 2, 3, vielleicht 4, 5 Bahnen, was er auch runterfahren kann. Und dann hat er das. Aber immerhin sind es 4000 Liter. Die hat auch jede Menge stehen gelassen, was eigentlich für uns noch Ertrag wäre. Ein paar Liederchen sind es dann doch immer. So, das, die Stückchen hier auch noch mit. So einzelne Pflänzchen muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, aber das sind dann schon ein bisschen dickere Reihen und die würde ich dann doch schon gerne abernten. Wir müssen ja auch für das Saatgut und so weiter momentan noch bezahlen. So, klar mal hier auf. Oh, da ist noch die Plane drauf, das heißt, wir können aber nicht entladen. So, ich muss ja tatsächlich mal gucken, ob wir in unserem Lager denn noch bisschen was drin haben an Sojabohnen. Okay, wir haben nichts drin. Landhandel 2600 Preis. Ein bisschen Geld ist dann doch. Aber noch irgendwas, was wir kaufen können, den Hafer. Warte mal, lass mal, was haben wir denn auf die 85 gesehen? Mais? Haben wir da Mais drauf gemacht? Stimmt, da haben wir Mais drauf gemacht. Ja, haben wir so noch irgendwelche Felder? Ich glaube nicht. Nee. Ja, es sind tatsächlich alle. Ja gut. Das heißt,
wir verkaufen dann die 4000 Liter Sojabohnen, die wir hier haben, weil wir haben momentan noch keinen Verwendungszweck dafür. Und da sehe ich das Geld doch dann lieber im Portemonnaie als wie im Silo oder Lager. Ja, die heutige Folge ist mal eigentlich schon bei 25 Minuten angekommen, aber ich habe tatsächlich heute Bock, deswegen verkaufen wir die Sojabohnen nochmal. So, dann fahren wir nach Hause. Es war ein kurzer Einsatz für den Drescher. Aber wir können uns natürlich auch gerne mal nach einer Mission umschauen. Weil wir haben jetzt 12:48 Uhr und was sollen wir denn schon so alles noch machen? Und nebenbei so eine schöne Mission laufen, wo wir noch ein bisschen Geld kriegen. Wäre glaube ich nicht schlecht. Ich werde den Drescher jetzt auch noch nicht aufräumen, sondern einfach mal vor die Halde abstellen. Wenn wir eine Mission machen, dann brauche ich den nicht wieder in die Halle da rein. Aua. In die Halle da rein quetschen. So, gut ausholen. Bremsen. Wenn wir hier reinkommen. Aber die Einfahrten sind ja zum Glück mal zu schmal, also kein Problem. So, ich werde den aber hier davor so abstellen. Also, ich störe doch keinen. Das passt. Da ist der Fans. So, dann gucken wir nur ganz kurz nach. Wo gab es jetzt den guten Preis für Sojabohnen? Beim Landhandel. Der Landhandel ist, wenn ich mich nicht täusche, da unten. Ja. Schnellster Weg für uns. Hier gerade hoch, da rum und dann da. Ja, das machen wir auch so. Dann begeben wir uns auch mal auf ein neues Land und können auch mal ein bisschen gucken, wie die Felder da sind. So, Autos kommt keins, perfekt. Alle Bomben. Jo, du wächst aber komplett in die Straße rein. Nö, den hab nicht ich platziert übrigens, ne? Also der standardmäßig da. Ich glaube, da muss ich mal mit der Motorsäge anrücken. Ich möchte der Gemeinde hier nicht gefallen. Ja, hier wächst auch eine Luzerne. Hätten wir hier glaube ich nicht reingemusst. Ja, von hier sind noch ein paar Hallen. Das sind auch die gleiche, wie wir am Hof auch haben. Aber hier wird die eine, weil die kenne ich, das ist eine Leinbinderhalle. Die andere ist glaube ich so ein Schuppen. Alles so. Ganz schöne Kurve. Ah, da vorne ist auch ein Autofahrer. Ich glaube, da links vorne ist dann auch irgendwo unser. Der Uhr fährt jetzt. Komm wieder. Das geht mir jetzt. Nehmen wir das Schild mit. Na genau, da vorne ist unser Maisfeld. Hä? Ist das auch schon reif? Stimmt, wir können jetzt ja auch in der ersten Wachstumsstufe häckseln. Ganz vergessen. Okay, das heißt, wir haben dann die nächste Zeit gut was zu tun. Ich ziehe jetzt hier vorbei, Alter. Das dauert mir wirklich zu lange. Oh, ist hier schreck. Eieieiei. Ich werde so wie nur die rechte Auffahrt nicht verpassen. Die geht hier hoch. Ah, die war auch schon mal nicht so steil. So, ich glaube, es ist zwar kein öffentlicher Weg hier, aber wir nutzen jetzt einfach mal als Abkürzung. Autos, kommt keins, sieht gut aus. Und da vorne ist auch schon der Landhandel. Oh, Auto, nichts, danke. Zack. Was anderes auswählen? Ah, jetzt. Ah, okay, das war die falsche Seite. So, da kommt das Geld rein. Oh, 12. Alter. 12.000 gleich. Ja, okay, es war auch 2600 Preis. Ach,
Das ist schon krass. Das waren jetzt glaube ich 4000 Liter oder so. Und 12.000 haben wir rausgekriegt oder so. Wirklich nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich werde gleich wieder da vorne rumfahren. Weil da kommen wir gleich bei unserer wunderschönen, bei unserem wunderschönen Maisfeld raus. Der vorige davor, das gehört uns ja auch, ist eigentlich so eine verwahrloster alter, ganz alter Hof. Da sieht man auch noch ein paar Ruinen. Auto. Ja, wir können euch eigentlich auch mal ein bisschen auf Zeit fahren hier. Und dann haben wir auch ein paar Bäume stehen, wo wir dann mal weg machen können. So, geht hier ein Weg entlang? Oh ja, hier geht Wege entlang, perfekt. Ah, der geht auch hier rein. Ich fahr jetzt einfach mal nach, weil ich will nicht, dass wir irgendwas von unseren Maispflänzchen kaputt fahren. Ja, hier sieht man es halt, hier sind überall so Ruinen. Hier. Ah, genau, hier ist unser Kartoffellacker. Oh, da ist wieder was kaputt gefahren. So. Aber das ist ganz gut, dass wir die Säure nochmal verkauft haben, weil wir müssen uns ja mal wieder einen Häcksler mieten. Oh Scheiße, jetzt fällt mir was ein. Ich wollte eigentlich Mais Plus mit rausnehmen. Wobei, komm, ich versuche, es ist jetzt auch schon zu spät. Ich versuche es jetzt aber mal, ob es klappt. Weil ansonsten können wir auf Mais nicht mehr so ganz vertrauen hier. So, die Anhänger brauchen wir momentan. Die können wir hier wieder ranstellen. Zack. Aber den Fendt brauchen wir jetzt dann gleich. Beim Häckseln. Oh, Alter, geht's hier runter. Oh, mein Himmel. Aber ein Wagen haben wir ja, ja. Den Strautmann. Oder wir könnten. Nee. Wir nehmen schon den Strautmann. Ich habe jetzt gerade gedacht, ob wir den anderen Strautmann Ladewagen nehmen sollen. Aber wie viel Unterschied ist da eigentlich vom Platzvermögen hier? Der Ladewagen weiß ich, hat 44.000 Liter. Unter 42. Ja, okay, komm. 2000 Liter, das ist auch nicht so das große. So, dann fahre ich den mal hier. Oh, oh, Baum geht. Alter, das war gerade richtig knapp. Aber mal richtig knapp. Was ist dieses Loch? Ah, hier vorne war das Loch. So, wo springe ich denn hin? Wir müssen hier uns einen Häcksler mieten. Hektar, Feldhäcksler, passt. Ne, kommen wir nehmen wieder den guten alten, den wir schon immer hatten. Das passt. GPS braucht ihr nicht. Entladerohr, extra lang bitte, ja. Das ist, oh, das hat sich jetzt zweideutig an, aber ihr wisst schon, was ich meine. Motorausführung. Kann man die hier nehmen, die 49er, die passt. Mieten kaufen können wir uns das gute Stück leider nicht. Jetzt brauchen wir noch Schneidwerk, und natürlich auch das große, ist das hier auch nochmal 6000. ach du Scheiße. Oh, jetzt sind wir wieder blank. 13.000. Eieieiei. Wir müssen nur hoffen, dass wir den Tag über überstehen. Mit dem Geld, was wir jetzt noch haben.
Und dann dürfte das hoffentlich dann am nächsten Tag kein Problem mehr sein, wenn wir dann in der Nacht hoffentlich unsere Kohle kriegen, was eigentlich ganz gut sein sollte. Oh, warum? Alter, so knapp. Aber wir müssen aufhören, weil das Teil ist nur gemietet. Wenn wir jetzt dem einen Totalschaden machen, dann sieht schlecht aus. So. Dann fahren wir den mal da ran. So, jo, das sieht gut aus. So, aber wir werden erst morgen häckseln, denn für heute sind wir auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach, wenn der wunderschöne Jaguar hier in den Einsatz kommt zum Häckseln. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Montag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.